So, nur noch zurück in der Kommentatorenbox. Da haben wir hier einen Frühstück hingelegt bei Francesco Bustamante gegen Jan Herz. Ja, kurz nach meinem Interview kam ich zurück und dann ging es hier schon los. Und jetzt muss ich doch mal kurz so einen weiß gekachelten Raum aufsuchen. Jetzt bin ich wieder da. Wir haben es übrigens gerade gehört, ihr habt es ja wahrscheinlich über die Kameras verfolgt. Heute Abend geht es hier rund am TV-Tisch mit Francesco Bustamante, mit Efren Reyes. Diverse Matches. Rund geht es übrigens auch am zweiten TV-Tisch mit Carlo Dalmatin, kroatischer Nationalspieler in Diensten des PBC Schwerte. Und ihm gegenüber steht auch kein Unbekannter, nämlich der Clemens Philippen aus der zweiten Bundesliga. PBC Kohlscheid ist hier das Stichwort. Für Jan Herz wiederum, den wir gerade am Tisch sehen, ist das natürlich auch ein Ereignis. Er kommt aus Pinneberg, weite Reise aus Hamburg, auf sich genommen. Vielen Dank. Nun schauen wir mal nach weiteren Ergebnissen, während hier der Jan Herz versucht, die Partie zu beenden, was natürlich jetzt ein Problem wird mit der 5. Guckt er sich da den Kombi 5-10 an. Marcel Spann ist durch gegen Holger Gries. Holger Gries also um Platz 3. Heute Abend gegebenenfalls im Playoff nochmal zu sehen. Typhoon Teber, einer der Youngster, auch weiter gegen Rolf Alex. Michael Götz hatten wir bereits erwähnt, Günter Geisen ebenso. Sebastian Ludwig, klares 6-2 über Michael Haag. Damit der Nationalspieler in Diensten des BSV Dachau auch durch. Jakob Belker besiegt Steffen Groß 6-2. Steffen Groß also heute Abend um 21.30 Uhr wieder zu sehen im Playoff. Kevin Schiller gegen Vincent Höfgen, da stand es vorher noch 5-1, jetzt steht es 5-4. Tony Drago derweil sicher weiter mit 6-2 über Peter Weipert. Tobias Heuss gewinnt seine Erstrundenpartie gegen Philipp Holzwart 6-0. Ebenfalls Ivo Arz 6-0 über Meric Rezard. Marco Spitzki 6-1 über Toni Joweski. Klaus Zebrikis, Patrick Bund, 6-0. Mehr ist noch nicht gespielt. Und bei den Damen haben wir bereits erwähnt, Ina Kaplan mit 15-0 bei 3 Siegen durch. Melanie Süßengut, 3 Siege. Tina Vogelmann, 3 Siege. Jennifer Fietz, 2.
Tina Jagan schafft es gerade so mit einem Sieg. Keine gute Leistung von ihr. Da haben wir im offenen Feld mehr von ihr gesehen. Da wird sie nachher um 17 Uhr, 17.30 Uhr auch wieder zum Kö greifen. Na, schauen, ob sie sich gegen die Herren dann besser schlägt. Anke Liepelt ungeschlagen, Ini Gaspar aus der Schweiz ungeschlagen durch. Das war ja jetzt eigentlich nur ein kleines Vorgeplänkel bei den Damen, ehe es dann heute Abend richtig losgeht. Monja Kilon, die hier gerade vor mir steht, auch 3 Siege, 15 zu 4 ihr Torverhältnis. Beeindruckend gut. Martine Christiansen, 2 Siege, die Norwegerin, die mittlerweile seit 2 Jahren in Deutschland wohnt. Auch hervorragendes Deutsch spricht. Auch sie ist weiter, genauso wie ja, Nathalie Seichter ist auf einem sehr guten Weg. Die ja, Holländerin. In Anführungszeichen, wohnt in Baunatal in Nordhessen, hat deutsche Jugendmeisterschaften früher gespielt, ehe sie sich dann entschieden hat, international das niederländische Trikot zu tragen. Ihre Mutter ist Niederländerin. Ja, und der Francesco Bustamante hat einen Foul gemacht, was den Jan Herz ins Spiel bringt und zum möglichen Ausgleich. Eins, eins. Come on, hier gibt es Anfeuerungsrufe. Aber ich denke mal, das weiß der Jan Herz auch richtig einzuschätzen und der Francesco Bustamante auch. Die zwei werden sich kennen. Vom Tourstop aus Pinneberg, von dem Pinneberg Open. Oh, die Ränge haben sich jetzt auch gefüllt, wie man jetzt hier im Hintergrund sehr gut sieht. Also der Francesco Bustamante zieht die Massen an. Was ist dann los, wenn er von Reyes spielt? Werden wir anbauen müssen.
Oh, aha, okay, alles klar. Selbstredend kann man das so machen, muss man aber nicht. So, da haben wir Billard Beckmann, Hauptsponsor, Main Sponsor of the German Tour, Billard Beckmann aus Kaiserslautern. Exklusivvertretung für Brunswick und McDermott. Wir sehen es hier auch wunderbar im Center Court. Schaut mal auf die Werbepartner. Sind noch viel mehr. Wir tauschen regelmäßig ein bisschen aus. Dem einen oder anderen ist es sicherlich aufgefallen. Sehe ich auch tatsächlich das erste Mal mal ein bisschen Eigenwerbung. Touch-Billard-Magazin rechts. Das wird auch. Eine gute Einstiegschance für Jan Herz. Im Hintergrund, ich habe es erwähnt, Tisch 2, Carlo Dalmatin gegen Clemens Philippen. Auch durchaus sehenswert. Switcht mal ein bisschen rum, schaut auch mal bei dem anderen Spiel vorbei. Es lohnt sich. Oh, da hat der Jan Herz Glück, verschießt diesen Ball doch recht deutlich und es bleibt die 6 als Block liegen, sodass der habe jetzt nicht verfolgen können, ob er die 1 lang angesagt hat. Vom Tempo her auf jeden Fall. Ja. Guter Versuch. Verfehlt und bleibt auch offen liegen. Nächste Chance für Jan Herz. Guter Ball. Jetzt kann er die Weiße einmal pendeln lassen, von links nach rechts und wieder zurück und idealerweise so, auf der 7 bremsen oder unterhalb der 7 rauskommen, also jetzt rechts zwischen 7 und 3. Nicht ohne dieser Ball, der ist nicht ohne, sowohl vom Versenken als auch von der Stellung her. Versenken hat geklappt, Stellung... Ja, Tempogefühl ist alles. Tempogefühl ist alles. Da geht es jetzt auch ums Tempo. Ja. Sehr viel mit dem entsprechenden Tempo. Und dann kann man die Weiße auch mal halten bei solchen Bällen. Der ist jetzt denkbar einfach. Stellung auch per leichtem Rückläufer leicht zu erreichen und dann 6 auf 7 ist
die entscheidende Situation. Da hätte er sich, glaube ich, doch mehr eine bessere Position erarbeiten können, als jetzt hier so ein bisschen überzugreifen über die Neuen. Ist aber auch kein größeres Problem. Letzter schwerer Ball, alles andere dann doch mehr oder minder Standard. Mit schwer meine ich da eigentlich auch dann auch die Stellung entsprechend passend zu machen, ja. Weiße an der Bande ist immer schwer. Jetzt geht er eigentlich ein Risiko ein, dass er sehr nah an die Neun rankommt mit der Weißen. Ja. Da hätte er sich gewünscht, nicht so nah an der Bande zu legen, dann hätte er die Weiße an allen Punkten anspielen können und das wäre das Stellungsspiel natürlich erheblich leichter gewesen. So konnte er die Weiße nur oben anspielen und muss jetzt diese Position in Kauf nehmen. Ist aber alles noch im machbaren Bereich, wobei jetzt die 10 wirklich nicht gut eingestellt ist. Da muss er jetzt Nerven bewahren. Hat er so schön bis zur 10 gespielt. Naja, schön in Anführungszeichen. Und jetzt fällt ihm die Weise. Alle Mühe umsonst. Django sagt, ist wie Weihnachten. Also Francisco Bustamante, für die, die es nicht wissen. Erstens spricht er sehr gut Deutsch. Er hat in Deutschland gelebt mehrere Jahre und versucht auch sein Deutsch immer wieder aufzufrischen, indem er bei Turnieren mit sämtlichen Deutschen spielt. Er hat den World Cup of Pool gewonnen mit Evan Reyes, den wir später auch noch sehen werden im Stream. Da bin ich ganz, ganz sicher, spätestens nachher um 21 Uhr, wenn das ein oder andere Challenge-Match ansteht, für das wir hier schon mal Werbung machen wollen. Also heute Abend, Samstagabend, Primetime. Nichts mit Wetten, das, nichts mit Schlag den Raab, gibt's sowieso alles nicht mehr. Samstagabend, Unterhaltung ist tot. Wir machen die neue Samstagabend-Unterhaltung hier aus Darmstadt. Natürlich hat der Francisco Bustamante noch viel mehr Turniersiege. Und der in Manila beheimatete Bustamante hatte jüngst Geburtstag. Und zwar am 29. Dezember. Wir waren am 28. Dezember mit der Reyes Bustamante Tour in Sindelfingen und haben da bis nach Mitternacht gespielt und da hatte ich dann die große Ehre, ein Ständchen anzustimmen und waren immer noch 400 Zuschauer anwesend um die Uhrzeit, die alle schön mitgesungen haben. Django Bustamante sehr beliebt in Deutschland. Oha, auch mal eine schlechte Stellung von Francisco Bustamante mit dem Hilfskö. Ist wahrscheinlich auch nicht seine Lieblingsdisziplin. Verschießt er auch prompt.
und hinterlässt diese Position, die jetzt den Jan Herz die Möglichkeit gibt, anzuschließen auf 2:3. Wenn man eine Chance haben will gegen Francisco Bustamante, dann muss man solche Chancen nutzen. Da gibt es kein Vertun. So, die Gruppe von 10 Uhr heute Morgen ist so gut wie abgeschlossen. Da sehe ich nur noch Ralf Eckert gegen Raven Sevens spielen. Etwas in Rückstand die Gruppe, weil die Partie Klaus Schumacher, Ralf Eckert auch sehr lang gedauert hat. Die haben wir hier live gezeigt als Spiel hier vor dieser Partie. Und habt ihr selbst verfolgen können, dass das doch ein zähes Spiel war. Kein schlechtes, aber ein zähes Spiel mit vielen Safe-Situationen, die dann einfach Zeit kosten. Aber es ist kein Problem, wir haben genug Tische hier. So, das war ein wichtiger Anruf, den ich entgegennehmen musste. Ich bin jetzt gerade alleine hier in der Box. Ralf Egger spielt ja. Co-Kommentator habe ich mir jetzt mal keinen geschnappt. Da muss ich den Anruf kurz entgegennehmen. Derweil hat der Jan Herz das 2:3 gemacht. Break erfolgreich, Position sehr gut. Ist das wirklich eine schöne Partie? Warte, die 5 ist es, die 4 ist gefallen. 5 geht ganz knapp vermutlich vorbei, aber erstmal muss sich der Jan um 1, 2, 3 kümmern. Hat aber natürlich schon die 5 im Hinterkopf. Ziemlich dünne 3. Schwierige Stellung auf die 5, schwierig zu versenken. Hey!
reingewackelt. Die drei, Position auf 5 denkbar gut, weil, hatten wir vorhin schon besprochen, geht nur ganz, ganz dünn vorbei. Je besser die Stellung, desto einfacher ist es dann noch, in Anführungszeichen einfacher. Ging sicher vorbei. 6 auf 7 ist mehr oder minder nur ein Reinrollen. Und dann sollte die Partie geschafft sein. So, dann habe ich eine Bitte an den Bernd Schmotz, mal kurz den Pascal Niedecker zu mir zu schicken, der hinter ihm steht. Beim Blick auf die Zwischenrunde, auf die Ergebnisse, werdet ihr sicherlich gesehen haben, dass der Evan Reyes noch keinen Gegner hat. Das ist weiterhin der Platz von der Touch Wildcard. Und da gibt es bereits einen Plan. Gibt da wohl eine salomonische Entscheidung zu einer Entscheidung, die gestern Abend getroffen werden musste bei der Turnierleitung. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da auf diesem Wege ein paar entstandene Wogen wieder glätten kann. Denn immer wo auch mal eine Entscheidung gefällt werden muss, in welcher Art auch immer, gibt es auch immer mal einen, der nicht so zufrieden ist mit einer Entscheidung. Und dann hat man hier vielleicht dann eine Lösung gefunden. Ging halt einfach nur um einen Spieler, der zu spät kam, aufgrund von Stau und deswegen nicht mehr mitspielen konnte. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man jetzt hier von dieser Wildcard für diesen Spieler Gebrauch macht. Finde ich persönlich eine gute Entscheidung und würde mich freuen, wenn wir den guten Sportler nachher doch noch sehen würden. Ausgerechnet gegen Evan Reyes. Das wäre übrigens auch eine Knallerpartie, mal unter uns gesagt, auf die kann man sich durchaus freuen. Später dann mehr dazu. Derweil Jan Herz mit einem Safe-Versuch, der als solcher, nicht zwingend gut umschrieben wäre. Uiuiui, der Django schießt den Ball gerade so rein. Stellung natürlich völlig in Ordnung. Und ungefähr da, wo die Weise jetzt liegt, da würde er auch gern wieder hinkommen, weil dann die Position 3 gut wäre. Also Stellung auf die 3 wäre perfekt von dort. Und Position auf die 4, die hier rechts unten im Bild liegt, wäre dann auch denkbar einfach. Und dann geht es ans Problem von diesem Tisch. Das ist nämlich die 5, die bei der 10 liegt. Und vielleicht versucht der Francisco die 5 jetzt schon ein bisschen zu lösen. Macht er, und genau das war perfekt. Wirklich perfekt.
ausgeführt. Stellung. Okay, dann nimmt er in Kauf, dass er jetzt hier eine dünne 5 hat. Kein großes Risiko eingegangen, jetzt da über den ganzen Tisch zu wandern mit der Weißen und eventuell hinter der 10 zu landen oder so, sondern einfach gesagt, ich versenke auch aus diesem Winkel die 5 und kann eine Position auf die 6 garantieren. Also sparsamer Weg der Weißen. Manchmal gar nicht so schlecht. Es muss nicht immer hundertprozentig perfekt sein. Man kommt auch mal mit einer 80-prozentigen Stellung klar. Und das war wieder so ein Paradebeispiel. Und man muss auch nicht immer schöne Wege gehen, sondern praktikable Wege. Check You for Precision Sports, auch ein Sponsor der German Tour. Das Getränk bzw. die Kapseln aus den Niederlanden. Der Gegenentwurf zu dem Dosengetränk aus Österreich. Keine Nachbande bisher. Bleibt dabei, faul.
Das sieht auch Schiedsrichter Thomas Bolten so. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Thomas ist bekannt als aufmerksamer Schiedsrichter und auch der Jan Herz hat es natürlich gesehen und ich bezweifle nicht, dass er das dann auch gesagt hätte im Zweifelsfall. So, und das ist natürlich jetzt ein relativ leichtes Spiel. Da bietet sich Kombination 3 auf 10 an. Und dann wäre die Partie in 2 Stößen erledigt. Dann hätten wir den Francisco Bustamante hier auf dem TV-Tisch wieder mal gesehen und vielleicht ja auch gleich im Interview. Müssen wir mal schauen. Francisco ist nicht so derjenige, der im Interview dann Deutsch spricht. Vielleicht machen wir es auf Englisch. Schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir auch den Jan Herz. Vielleicht hat er was zu erzählen über das Match. Ist ja für ihn auch was ganz Besonderes. So, 6:2. Francisco Bustamante gewinnt seine Auftaktpartie in den Vierergruppen, den einzelnen, den insgesamt 31 Vierergruppen. Und muss die nächste Partie bestreiten gegen, ich glaube, den Gewinner aus Marc Glatz gegen Erik Soltau. So ist es. Die zwei haben noch gar nicht begonnen, wenn ich das richtig sehe. Die werden also in Kürze ihre Partie beginnen. Francisco muss noch ein bisschen sich gedulden.